sind auf jeden Fall jede Menge Höhlen. Ich hätte gern bei der Seemotte noch so ein Crafting-Table. Das wäre noch geil. Wo man dann unterwegs vielleicht sich was zu essen machen kann. Das wäre noch cool. So, hier geht es auf jeden Fall noch tiefer. Oh, hier sind noch Teile. Hier waren wir noch nicht. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja. Deswegen bleibe ich auch mal hier. Oh, was ist das denn? Was schwimmt denn da? Scanner in der Hand. Passing 200 meters. Ja. Oxygen efficiency greatly decreased. Nehme ich mit. Fahrzeugerweiterungskonsole. Near blueprint acquired. Ja. Was konnte ich hier scannen? Tauchdockfragment. Alles, was ich scannen kann, scanne ich. Krebs. Torpedoarmfragment. Ach du Heiliger. Dann sollte ich bei uns mal gucken, die ganzen Sachen. Weil die habe ich gar nicht gescannt, diese Elemente. So, ich komme, Seemöttchen. Lass uns mal ein bisschen weiter voranschreiten und gucken, was es sonst noch hier zu entdecken gibt. Warning. Maximum depth range. Ja. Bin schon dabei. So, gibt's hier was zum Scannen? Hier, Bürostuhl. Bürostuhl, ganz wichtig. Das ist also ein Luxus, den ich mir nicht entgehen lassen möchte. Ja. Ein Bürostuhl, den braucht man unter Wasser. Das ist ganz wichtig. Denn ohne meinen Bürostuhl gehe ich nicht unter Wasser. So sieht's nämlich aus. Das kann ich nicht scannen. Kann ich nicht sehen. Warte mal, ich leuchte mir mal. Oh, da liegt was. Ist gerade ein bisschen dunkel, ich weiß. Krebs, Torpedoarmfragment nehme ich mit. Wahrscheinlich von Mr. Krabs oder so. Near blueprint acquired. So, was ist hier alles? Ich leuchte mir mal. Ich soll zum Seemöttchen. Yo, 30 seconds to Mars. Ich bin auf dem Weg zum Mars. Oha. Ja. Ja. Na. Welcome aboard, Captain. Hallo. Da leuchtet links noch was. Oder waren wir da schon? Weiß es gar nicht mehr. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Da waren wir, ne? Genau. Kommen wir da rein? Ja, da kommen wir rein. Das ist sehr schön. Ist okay. Wieder ein Bürostuhl. Nein, ein Lichtstab. Hey, ein Lichtstab und mein Bürostuhl. Da kann ich nicht ohne. Es tut mir leid. Es geht nicht ohne. Und ein Modifizierungsstation-Fragment. Mhm. Gut. Haben wir das auch? Also, Spiel legt sehr viel Wert auf Erkundung. Habe ich jetzt so das Gefühl. Habe ich das schon gescannt? Das sieht so interessant aus. Nein, das ist Quarz. Kann ich Quarz mitnehmen? Ah, Spezialausrüstung erforderlich. Das ist es nicht, ne? Nee. Haben wir irgendwie was noch dafür? Reparaturwerkzeug, nee, okay. Thomas, ja, ich weiß. So, dieser Witz wird niemals alt. So, gut, dann düsen wir mal weiter. Mal gucken, was wir sonst noch hier finden. Vielleicht werden wir ja noch fündig. Wir sollten auf jeden Fall uns auch schon mal in Richtung Heimat begeben. Ich meine, wir kommen dahin, das ist nicht das Problem. Hunger haben wir noch nicht ganz. Alter, ist das Duster hier. What the fuck, Alter? Wo geht's denn da noch überall hin? Ach du Heiliger. Alles lila. Leila macht geiler. Was ist das denn da? Warte mal. Was ist das? Ein Rubin. Ein Rubin, sag an. Aha.
Ein Rubin, ein Rubin. Den habe ich nur durch Zufall entdeckt. So, hier wird es jetzt heller, warum auch immer. Obwohl wir tiefer gehen. Oh, hier ist auch ein Teil. Ist da was drin? Da ist irgendwas drin. Das sieht aus, als hätten wir es schon. Laserschneiderfragment, das haben wir schon. Brauchen wir nicht. Oder? Warte, ich gucke, was er anzeigt. Nee, scannen. Oder? Nee, das haben wir doch schon. Ah, natürlich. Blödes Titan, brauchen wir nicht. Alles weg damit. Ich nehme zwei mit. So. Ja, ich bin schon wieder über 200. Aua, hallo? Was ist das da unten? Was ist das? Was zur Hölle ist das denn? Das, da muss ich hin. Was ist das? Oh nein, da ist der Warper schon. Ist das Sauerstoff? Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is worth it? Okay. Also ist hier drunter irgendwo eine Base oder was? Leviathan-Größe? Was zur Hölle? Ich sollte vielleicht hier weg. Sie meinte, es ist groß. Was ist mein Leben wert? Naja. Möchte mich nicht anlängen. Es scheint wahrscheinlich irgendwas Unterirdisches zu sein. Was stand denn da? Warper? Rubin? Datendownloads? Fremde Ventilationsöffnung. Diese Ventilationsöffnung mit einem uralten Leitungsnetzwerk verbunden, das sich über die maximale erfassbare Tiefe hinausstreckt. Das Pumpensystem ist immer noch in Funktion. Der Zulauf zieht Wasser aus dem Untergrund und pumpt es zu einem unbekannten Ort, dem Meeresboden. Warmes Sauerstoff, armes Wasser wird ausgestoßen. Die meisten Tiere meiden die Ventilationsöffnung. Glubscher können dabei beobachtet werden, wie sie unversehrt in das Leitungsnetz hinein und wieder hinausgegangen. Beurteilung, weitere Untersuchungen erforderlich. Ja, ich würde es gern weiter untersuchen, aber wie soll ich es denn weiter untersuchen? Oh, guck mal hier. Oha. Schon weg. Ja, ich bin doch schon weg. Wo ist er denn? Alter, ich bin doch schon weg. Lass mich. Ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen. Mit einer Knarre. Und dann wirst du mich kennenlernen, Kollege. So, jetzt meine Frage. Mann, da war bestimmt richtig, richtig viel Stuff zum Scannen. Ich frage mich, ob der da immer spawnt. Nein, oh, ich wollte gar nicht aussteigen. Huch! Ich habe aus Versehen auf... Schwupps, da war ich raus. Ich habe aus Versehen auf E gedrückt. Ich wollte eigentlich das Schiffchen drehen, aber... Oh, der ist da oben, ne? Okay, wir sind da. Ich schwimme da mal hin. Probier das mal. Ah, wir haben das Dings nicht dabei, ne? Das zum Düsen. Das müssen wir mal wieder einpacken. Damit wir ein bisschen schneller düsen können. Was kann ich alles scannen? Oh, wir müssen noch den Rückweg auch noch berechnen, ne? Wärmekraftwerk, scanne ich. Scheißegal. Wärmekraftwerk, Fragment, scheißegal.
Ja, ich muss zurück. Haben wir schon gescannt, okay. Let's go, tschüss. Werner Kraftfragment, haben wir schon gescannt? Haben wir schon gescannt. Da ist bestimmt eine... Oh, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Das schaffen wir diesmal nicht. Das war knapp. Aber wir haben das Wärmefragment. Was ich ein bisschen feiere. Gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Weiß, wir sollten mal was trinken. Warte mal, komm. Desinfiziertes Wasser plus 30. Alter. Kann ich das scannen? Stimmt nicht, ne? Kann man Sachen auch einfach rausschmeißen und dann scannen? Ich frage für einen Freund. Ich probiere das jetzt gerade mal. Ich nehme mal den Scanner in der Hand. So, warte. Ich schmeiß das jetzt mal raus. Und jetzt scanne ich. Ah nee, das geht nicht. Okay. Ich dachte, vielleicht geht's. So, wir sollten auf jeden Fall bezüglich Essen, sollten wir auf jeden Fall schon mal Richtung Heimat. So, oh, das ist ja süß. Was sind das denn für Ding? Aua, Alter. Au. Keine Ahnung, was es war. Ich bin mir nicht sicher. Ist ja toll hier. Hier ist es auch wesentlich gemütlicher. La, la, la. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Spiel immer noch wegen der Atmosphäre. Ist echt schön. Wie toll das hier aussieht. Ding, bling, bling, ploing, bling, ploing, bling, ploing. Ploing, bling, bling, ploing, ploing, bling, bling, ploing. Diese Spieluhrmusik. Müssten wir eigentlich auch mal scannen, ne? Die Dinger da unten. Die bedeuten da auch irgendwas, oder? Ach so, Rochen. Die haben wir, glaube ich, schon gescannt, ne? Das sind so Rochen, glaube ich. Koche. So. Gut, ich würde sagen, wir haben ja doch einiges gefunden auf unserer, ja, ich wollte gerade sagen, Welttournee, auf unserer Reise. Düsen wir mal zurück und schauen mal, was wir damit anfangen können. Ob wir damit überhaupt schon was anfangen können. So. Gut. Achso, ich dachte, er fährt weiter und wir können währenddessen mal ein bisschen lesen. Aber ist nicht so. Dum, 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 dum. Haben uns wenigstens mal ein bisschen was getraut, ne? Neuen, so ein bisschen anzugmäßig können wir auch was Neues gebrauchen, ne? So ein bisschen, damit wir tiefer tauchen können. Das wäre super. Das wäre auch über 200 Meter. Was? Was ist das jetzt? Rettungskapsel? Was bedeutet das denn hier jetzt? Bin mir nicht mehr sicher, was das bedeutet hier. Calorie intake recommended. Ja, ja. Heißt das nicht, dass wir irgendwie einen Funkspruch bekommen haben? Dass wir irgendwie einen Funkspruch annehmen müssen? Oder was bedeutet das? Oder bedeutet das, in der Nähe irgendwas ist? Nee. Es verblasst so langsam. Jetzt geht's weg. Ich düse da nochmal zurück. Einfach nochmal so. Oh. Entschuldigung. War ein Unfall. So. Bin dumm. Gut. Dann zurück. Ein bisschen reparieren können wir auch. Wir gleich wieder in der Heimat. Ja. Dann. Sehr schön. So,
So, da sind wir schon wieder zu Hause. Guck mal an. Juhu. So, Licht aus. Und willkommen an Bord, Captain. Welcome aboard, Captain. Hallo. Wir müssen erstmal was essen, ne? Ich muss erstmal was zu essen organisieren. Ja. Und ab. Glubschi. Glubschi. Oder hier Bumerangfisch, auch schön. Glub. Schnupp. Und oh, ich würde mir mal gerne so einen fetten Rochen auf den Grill legen. Was ist das für einer? Hey, oh. Stielauge. Na, ich mache auch gleich mal Auge. So. Kann ich den erst scannen, vielleicht? Ach. Wenn wir den eingesammelt haben, dann ist der schon okay. Mal gucken, was der so kann auf dem Grill. Vielleicht, schmeckt der ja ein bisschen leckerer, wie die anderen. Hm? Muss ja auch ein bisschen Abwechslung haben hier, ne? Kann er nicht immer wie vom selben ernähren, immer vom Glubschi und so. Ja, ja. Dann brauchen wir ein bisschen Abwechslung. Was ist denn da eigentlich? Oh, da müssen wir auch mal gucken. Ich glaube, der Scanraum hat eigentlich gescannt. Wir hatten den ja mal aktiviert gehabt. So, Nahrung. Tatsächlich. Blumiger Geschmack, jedoch nur dezent. Alter. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Ja, Menschen haben jahrelang überlebt mit dieser Technik. Natürlich. So. Der einzige Geschmack mit Salz macht durstig, aber hält lange. Okay. Lupschi und trinken. Nochmal ein bisschen herstellen. Wenn wir schon einmal haben, dann... was ist das denn? Alter! What are you? Ich bin nur ein kleiner Fisch im Ozean. Alter. Ich, kann ich Energiezellen auch da reinpacken? Das geht nicht, okay. Ich frage mich, wie wir Energiezellen aufladen. Alter, was war das denn? Das war so ein Riesenvieh, ne? Es spricht mit uns. Es soll aufhören. Emergency. Starvation imminent. Ja. Seek calorie intake. Ja, wir sind doch dabei. Was gibt denn das? 12 Nahrung. Weniger Nahrung, aber auch, oh, aber auch, Vital signs stabilizing. Aber macht auch, nicht durstig, macht sogar... Also gibt sogar Essen, Wasser her. So, Rubin packen wir mal bei organisch rein. Das ist ein Spitzenhorngras. Keine Ahnung, was es macht. Wir haben es einfach mitgenommen. Titan haben wir wieder da. Am Start, wie immer. Genau, wir wollten lesen, ne? Was haben wir denn hier alles? Ausrüstung. Lichtstab, ein tragbares, batteriebetriebene LED-Lampe, die einen Bereich von 360 Grad schwach beleuchtet und an allen möglichen Oberflächen angebracht werden kann. Hm. Basisinstallation, Modifikationsstation. Während der normale Fabrikator Rohmaterialien auf atomarer Ebene umgestaltet, um komplexe Geräte herzustellen, kann man mit der Modifikationsstation komplexere Geräte kombinieren und so deren Funktion erweitern. Die meiste industrielle Fahrzeuge sind mit Modifikationsstationen ausgerüstet, welche es den Ingenieuren ermöglicht, ihre Werkzeuge spontan an auftretenden Situationen anzupassen. Das ist ja geil. Um Speicherplatz zu sparen, ist die Modifikationsstation standardmäßig von den meisten persönlichen Bauplanbibliotheken ausgeschlossen. Allerdings können extreme Umgebungen wie Ozeane und Wüstenplaneten die Anpassung von grundlegenden Überlebenswerkzeugen für unvorhergesehene Anwendungen erfordern. Aus diesem Grund ist der Zugang zu einer Modifikationsstation stets empfohlen. Cool. Tauchdock. Sieht so aus.
Das Tauchdock ist ein unverzichtbares Modul für Langzeiterkundungen. In seiner Hauptfunktion dient es als Trockendock für kleinere Fahrzeuge wie die Seemotte oder deren Krebs. Die große Hauptkammer enthält ein unter Druck stehendes Becken, welches direkten Zugang zum umgebenden Wasser bietet und ist standardmäßig mit Vorrichtung zum Anheben und Aufladen eines Fahrzeugs ausgerüstet. Alter. Ausrüstung mit einem Fahrzeugerweiterungskonsole kann das Trockendock zum Bauen und Ausrüstung von Fahrzeugerweiterungsmodulen genutzt werden. Ach krass. Kernreaktor. Erneuerbare Energiequellen sollten normalerweise zum Betrieb einer kleinen Basis ausreichen. Für alles andere ergibt es Kernkraft. Kernkraft. Angetrieben von bis zu vier austauschbaren Uranbrennstäben, die Brennstäbe niemals ohne kompletten Schutzanzug austauschen. Reaktor niemals übersteuern. Kernenergie ist ideal für energieintensive Unterfangen wie Selbstversorgerkolonie mit mehr als 20 Personen, industrielle Außenposten mit mehreren Docks und schweren Geräten, Forschungsstationen mit liebenden Forschungsobjekten. Wärmekraftwerk. Die erste Regel beim Überleben in feindlicher Umgebung ist, mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten. Wenn draußen 800 Grad Celsius herrschen und die Gefahr besteht, jeden Moment an Verbrennung zu sterben, kann man ebenso günstige, zuverlässige Energie daraus gewinnen. Verwandelt Wärmeenergie mit Elektrizität, um vor dem Aufbau immer Messenswerte mit dem Thermostat bestimmen. Die Kernelemente sind in einzigen hitzebeständigen Gehäuse verbaut, aber nicht immun gegen extreme Temperaturen. Das Wärmekraftwerk, es ist heiß. So, dann haben wir das auch alles. Rubin, das hat man glaube ich schon gelesen. Und dann haben wir hier Aufzeichnung. Was bist du? What are you? Ein Mensch. So, wir haben den Fisch. Wir haben den Fisch. Wir haben sogar fast alle Fische hier. Kann das sein? Ne, kommt doch noch mehr dazu, ne? Bitte, Spalte wird es doch geben, ne? So, Lichtstab, ja, brauchen wir noch. Was ist denn die Schubkanone? Verzerrt die Schwerkraft an Objekten anzuziehen und abzustoßen. Ach krass, so eine Gravity Gun oder Anti-Gravity Gun. Seemotten. Tiefenmodul. Vergrößert die sichere Tauchtiefe deutlich. Ach krass. Oh, Stufe 3 haben wir auch. Und Krebsmodul. Alter, was? Seemotten Solargerät. Geht die Energiezelle der Seemotte im Sonnenlicht auf. Rumpfpanzerung. Härtet das Chassis Vorbeug vor Aufprall. Ach du Heiliger. Maschineneffizienzmodul. Verwerte Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust. Kompatibel mit Seemotten und Krebs. Perimeterabwehrsystem. Generiere ein örtlich begrenztes elektrisches Feld, um aggressive Tiere abzuwehren. Das ist ja geil. Krebs-Sprungtriebwerk. Stark am Heck montierte Triebwerke heben den Krebs in die Luft. Seemotten so nah. Ein deziertes System zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf dem Sichtfeld. Torpedosystem, geil. Alter, was ist denn hier alles jetzt passiert? Scanraum, Schleunigermodul, das hatten wir, glaube ich. Haben wir das eingebaut? Nee, ne? Scanraum Ship, Sichtfeld. Aber Zyklop haben wir auch noch nicht alles, ne? Eine Erweiterung für den Zyklopen haben wir schon. Ah, Tauchdock trocken. Das hätte ich auch gerne mal gebaut. Haben wir auch noch nicht. Wärmekraftwerk können wir bauen. Luke jetzt auch. Obwohl, Luke hatten wir vorher schon. Kernreaktor können wir noch nicht bauen. Bürostuhl, ganz wichtig. Ganz wichtig mit dem Labortisch. Und die Modifizierungsstation. Boah, die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir unbedingt. Jetzt würde ich gerne mal gucken, die Seemotte ein bisschen aufzupeppen. Tuning my Seemöttchen, würde ich sagen. Pimp my Seemotte. Pimp my ride. Du, 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 du. Was ist da eigentlich passiert? Muss ich da was nachfüllen?
Okay,